Augsburgs Innenstadt wird neu. Helle gestaltete Pflasterflächen und attraktive Plätze laden schon jetzt in der Fußgängerzone zum Flanieren, Shoppen und Verweilen ein. Für eine weitere Steigerung der Attraktivität sorgen nun auch einige Immobilienbesitzer. Sie renovieren ihre Häuser und lassen Läden in neuem Glanz erstrahlen. Im Umbau ist derzeit unter anderem auch die Anna-Passage. Es ist ja eigentlich von uns auch der große Wunsch gewesen, dass wenn wir Investitionen im öffentlichen Raum machen, dass dann auch die Privatleute nachziehen. Und eine dieser Nachzüge sozusagen ist die Anna-Passage, die jetzt eben komplett neu gestaltet wird. Und das ist etwas, worüber wir uns sehr freuen, weil das eben nochmal mehr Attraktivität in die neue urbane Innenstadt in Augsburg bringt. Trotzdem ist von den Innenstadtbesuchern weiterhin Gelassenheit gefragt. So wird jetzt der Vorplatz der Stadtbücherei als Baustellenlager in die Umbauaktivitäten in der Anna-Passage einbezogen. Doch auch wenn der Eingang hinter einem Bauzaun zu verschwinden scheint, die Stadtbücherei selbst, alle Institutionen im Haus und die Läden in der Umgebung lassen sich weiterhin problemlos erreichen. Und es wurden sogar neue Radständer auf dem Vorplatz montiert. Die Baustelleneinrichtung entwickelt sich gerade. Aber dennoch, in der Stadtbücherei ergibt sich dadurch keine Änderung. Die Nutzung ist uneingeschränkt möglich, so wie bisher auch. Die Öffnungszeiten sind unverändert, der Zuweg ist gegeben. Es sind auch jede Art von Veranstaltungen weiterhin möglich. Die Einschränkungen sind da, aber nicht auf die Nutzung hier in der Bücherei. Und nutzen kann man hier viel. Bei rund 250.000 Medien ist bestimmt für jeden Büchereibesucher etwas mit dabei. Jedes Spezialgebiet der Literatur ist hier vorhanden. Hier wie auch in den vier Stadtteilbüchereien, die in den Ferien ja auch zur Nutzung weitgehend zur Verfügung stehen. Mein Favorit zurzeit ist die Vorbereitung auf den heißersehnten Urlaub. Und nachdem mein Ziel dieses Jahr die Normandie und damit auch der Garten von Monet mit den Seerosen in Giverny darstellt, möchte ich mir natürlich hier auch zur Vorbereitung das entsprechende an Lektüre mitnehmen. Trotz Baustellenlage auf dem Vorplatz, die Stadtbücherei ist auch weiterhin auf jeden Fall einen Besuch wert.